So, und herzlich willkommen wieder zurück. Wir sind immer noch quasi denselben Tag, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe jetzt ein bisschen geschlafen, sodass er quasi jetzt nicht mehr extrem müde ist, sondern so, dass es jetzt, sage ich mal, passen würde, wenn wir uns um 8, 9 abends wieder hinlegen. Ich habe auch gerade gesehen, der hatte schon wieder Durst, obwohl wir eigentlich gerade was getrunken hatten sogar. Ja, gut, den trinken wir halt nochmal, ist ja kein Thema. So, ich wollte mich heute mit euch ein bisschen so die Evolution wieder ein bisschen widmen, weil doch wir einiges erlernt haben und das wollten wir jetzt uns eigentlich zusammen angucken, ne? Das machen wir jetzt auch. Also nicht nur eigentlich, sondern das machen wir jetzt auch, ja? So, Evolution, 1, 2, 3, 3 neue Sachen. Warte, ich will nur noch kurz gucken. Alter, hier fehlen noch so viele Sachen, ja. Hier, da, tra, tri, trolala. Gut, wir gucken mal, was wir haben. So, Bedrohung, Chemotopie. Ist die Verbindung hergestellt, ist die automatische Erkennung anderer bedrohlicher Gerüche der gleichen Spezies in der Nähe. Okay. Flup. So, was haben wir hier? Ist die Verbindung hergestellt, erweitert sich der Erfassungsbereich der Schallquellen. Ah, gut, dann wird sich wahrscheinlich die Entfernung halt erhöhen. Wo du denn halt gegnerische Tierchen erkennst, ne? Sehr gut. So, was haben wir hier unten? Ist die Verbindung hergestellt, ist die automatische Erkennung anderer harmloser Individuen der gleichen Spezies in der Nähe. Welche sind denn harmlos? Gazelle? Der Zebra hat uns ja schon angegriffen. Oder meinen die unsere eigene Spezies? Auch möglich. Groß. Tralalalala. Ist die Verbindung hergestellt, erweitert sich der Erfassungsbereich der harmlosen Gerüche. Ey, dann sollten wir eigentlich das andere Ding auch wieder freischalten können. Vor allem, das hat man schon mal angeregt, durften uns aber nicht erlernen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass wir das hier unten schon mal hatten. Ja. Nehmen wir einfach mal mit. Gut, wir können sowieso nicht alles aktuell speichern, sag ich mal. Oder. Na, du weißt schon. Okay, hier hinten ist schon so leicht der Rand. Ansonsten haben wir nichts, was wir gerade noch lernen können, ne? Also wir haben diesmal sehr viel in Intelligenz bzw. Gerüche und Riechen investiert. Was hat man hier hinten? Achso, mehrere Positionen. Ja, Festigung, da müssen wir jetzt sowieso mal wieder ein paar Kinderschirme machen. Wir haben ja doch einiges mehr als 6 Punkte zu festigen, ne? Guck mal, wie viel da aber eigentlich noch frei sein könnte. Und ich glaube, wir sollten nicht so oft kämpfen, sondern einfach mal vielleicht auf die Bedrohung zu reagieren kann verbessert werden, um die Kampfreaktion maximieren, okay. Vielleicht auch öfters mal ausweichen. Vielleicht auch einfach mal öfters mal ausweichen. Reaktionszeit kann für speziellen Typ von Gegnern, tralala. Na gut, wir haben ja noch nicht alles gesehen. Ja, ist okay, ist okay. Aber hier hinten haben wir noch sehr viel. Gerade hier unten in diesem Feld. Ich glaube, das ist alles noch die... Ah ne, das ist alles Fresser. Alles Fresser, alles Fresser. Okay. Gut, vielleicht brauchen wir noch die eine oder andere Mutation. Kann auch sein. Dass wir in die jeweiligen Felder reinkommen, ne? Gut, hä? Ich hab doch gerade gar nichts gedrückt. Warum ist denn der jetzt einfach gegangen? Hä? Habt ihr gerade gesehen? Der ist einfach seitlich gegangen. Ich habe gar nichts gedrückt. Also wirklich jetzt so. Okay. So, pass auf. Haben wir 6 Kinder? Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir hätten 6 Kinder. Ich mache jetzt Festigung, ja. Kind absetzen. Wir machen jetzt eine Runde Festigung. Das werde ich dann aber wahrscheinlich rausschneiden. Ne? Bist du ein Erwachsener? Ja. So, wechseln.
So, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich würde Generationswechsel machen. Vielleicht sogar zweimal einen Generationswechsel machen. Weil wir aktuell keine Mutation haben in den Erwachsenen- bzw. Kreisalter. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell noch einen Evolutionssprung auch noch hinten ranhängen. Dem würde ich dann aber wieder eine Folge machen. Ne? So, Judy, wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück. Generationswechsel habe ich schon einen vollzogen. Ich kann das noch ganz kurz mal zeigen. Wir könnten rein theoretisch jetzt noch einen Generationswechsel machen, weil ich hätte jetzt nur zwei Punkte noch zu festigen. Die sind mir jetzt aber nicht mega wichtig. Was aber ganz cool ist, warte mal. Nein. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und zwar haben wir aktuell drei Kreise mit einer Mutation. Wir haben drei Erwachsene mit einer Mutation. Und gut, aktuell nur zwei Kinder, glaube ich, mit einer... Ja, zwei Kinder mit einer Mutation. So, das heißt, wenn wir jetzt aber einen Evolutionssprung machen, kriegen wir erstmal die drei Punkte aus den Kreisen und die drei Punkte aus den Erwachsenen. Also diese Mutation quasi, die aktivieren wir ja quasi dadurch, ne? Und genau das würde ich jetzt mit euch tun. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man drei Mutationen in einer Generation drin hat. Vielleicht steigert sich das ja auch irgendwann, sage ich mal, mit den jeweiligen Evo-Fortschritt, ne? Gut, ich würde sagen, komm, wir hauen mal jetzt rein. In der jeweiligen... in der jeweiligen Evolution. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch dadurch gefestigt werden, wenn wir jetzt die Evolution machen. Keine Ahnung, aber ich denke mal... ich denke mal, leistungstechnisch haben wir ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt nicht mega viel gemacht, das heißt gerade so Tiere aufeinander gehetzt. Das haben wir zum Beispiel, glaube ich, gar nicht jetzt großartig gemacht. Aber ich gehe das Risiko jetzt ein und mache jetzt den Evo-Sprung, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Haben wir doch ein bisschen was gemacht, ja. Riesenwurzenschwein, okay. Ja. Mhm, okay. Okay, das ist aber jetzt noch von davor, oder? Ja gut, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Okay, wir müssen aber relativ... Also ich glaube, wir haben relativ viel entdeckt, glaube ich. Bin ich mal gespannt, ob wir auf diese 6 Millionen, ob wir das schaffen. ein Krokodil, okay. Die Krokodilinsel, da haben wir die Meteoriten gefunden übrigens. Das ist der Meteorit. Den hat man aber davor den Evo-Sprung schon gehabt. Okay, der wird hier trotzdem zwar noch aufgezeigt, aber... Naja, ist okay. Okay, okay, okay. So. Die Hälfte haben wir schon, ja, von in Richtung 6 Millionen. Oh, das gab aber nicht sehr viel, ne? Diesen Skorpion auszuweichen. Oh, jedenfalls diesen Tausendfüßler auszuweichen. Mhm.
Was? Erfüllung? Handwerkskunst, Pionier. Jedes mögliche Herke. Ja, okay. Nährstoffe von Wurzelnahrung aufgenommen, okay. Okay, wir haben die 6 Millionen erreicht, ja. Okay, das hat jetzt aber nochmal einen kräftigen Schwung nach vorne gemacht, glaube ich. Schmetterlingsbaum, einen weißen Dienst getötet. Okay. Okay, ich glaube, jetzt kommen die Sachen, was wir in den jetzigen Evolutionssprung gemacht haben. Ich glaube, jetzt kommt das alles. Plupp. Mit dem richtigen Werkzeug stand da gerade bei den Termitenhügel übrigens, ja. Gibt es auch ein falsches Werkzeug? ja. Aufkeimende Phase, okay. Evolutionssprung bisher plus 1,5 Millionen Jahre. Leistungen hinzugefügt 41, Erfüllungen abgeschlossen. Ich muss da nochmal gucken, was Erfüllungen mit gemeint sind. Du entwickelst dich schneller als die Wissenschaft. Ja. 20 Geburten plus 100.000 Jahre. Tode 0, okay. Haben wir. Du entwickelst dich schneller, du bist in der Zeit. Zurück zum Spiel. Wir haben also keine neue Evolutionsstufe erreicht, oder? Sind wir ja wieder im Dschungel, oder? Das finde ich mal ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber wir haben keinen Evo-Sprung gemacht in Sachen neue Beschreibung, sag ich mal, in Richtung. Na, du weißt schon, was ich meine. Alter, wir wurden ja voll im Dschungel wieder zurückgeschmissen. Warte mal, ich will mal. Oh, hier sind ja doch. Hier sind ja aber noch einige Punkte, die wir noch nicht gesehen haben. Wir sind aktuell hier, ja. Das ist Waldgebiet Hügeloase, okay. Ja, ist okay, dann bleiben wir halt erstmal hier, ne? Haben wir hier alles? Ja, wir haben hier alles. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Weißt du, was ich einmal tun werde? Ich werde einmal wieder die Kinder Huckepack nehmen. Na? Aus den einen Fehler habe ich gelernt. Aus den einen einzigen Fehler habe ich gelernt. So, analysieren. Wechseln. Und erstmal kommen jetzt alle Kinder auf Huckepack. Kinder. Da ist eins. Huckepack. Huckepack. Das sieht irgendwie hier nicht alle so mega freundlich aus. Wechseln. So, und du kriegst jetzt die letzten zwei Kinder. Muss ich nochmal gucken. Da ist eins. So, wo ist das letzte Kind? Da. Hier muss das sein. Irgendwo hinterm Felsen. Hä? Sag jetzt nicht, hier ist schon wieder irgendwas verbuggt. Ach nee, da im Gras, wa? Hier ist es. Hoch, das hätte ich schon niemals so gesehen. Na gut, das Spiel, sag ich mal, wird wahrscheinlich so denken, wenn du einen Evolutionssprung machst. Guck mal, hier sind schon Zebra. Wenn du einen Evolutionssprung machst, wirst du wahrscheinlich genau immer dahin gesetzt, da wo ungefähr deine aktuelle Evolution ist, denke ich mir mal. No? Gut, ich würde sagen, komm, wir gucken mal. Ah ne, wir haben ja noch gar kein Bett. Haha, ich muss ja auch mal ein Bett bauen.
Ob ich hier bleiben werde, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir können es uns einmal angucken. Tragen. So, ich würde mal hier ein Bett jetzt bauen. Aus dem Grund, weil ich ja mal in eine Evolution reingucken möchte. So, Evolution. Was haben wir denn hier Schönes? Bei der Ausführung von Aktionen wird weniger Energie verbrannt. Okay. Orientierungssinn ist es möglich, den Standort eines weiteren. Okay. Die zur Beseitigung der Lebensmittelvergiftung eingesetzten Elemente sind effektiver. Mhm. Echo-Gedächtnis. Okay, es ist möglich, sich die Position eines weiteren Gegenstands von Lebewesen zu merken. Ja. Ein vollständiger Schutz vor Blutung erfordert weniger Gegenstände. Okay. Die zur Bekämpfung von Auswirkungen von Verletzungen eingesetzten Elemente sind effektiver. Okay. Komm, wir zoomen immer hier raus. Okay, die beiden Sachen hat er sich quasi nicht gemerkt, ne? Also die waren nicht gefestigt, sag ich mal. Okay. Okay. Wir gucken mal ganz kurz. Wir sind jetzt bei 41%, sind jetzt 5,5 Millionen Jahre circa vor unserer Zeit. Warte mal, weißt du, was ich nochmal gucken möchte? Fünfmal einen Dornstrauch, weil errichtet. Hier haben wir noch gar nichts gemacht, also keine Ahnung, was das ist. Ein Riesenwarzenschwein eingeschüchtert. Okay. Eingeschüchtert. Das sind wahrscheinlich Kriechtiere. Goldener, schwarzer und weißer Tiger eingeschüchtert. Fürchteter Jäger. Okay. Aber wurde damit gemeint mit, hier haben wir glaube ich alles, oder? Was ist mit diesen erbrachten. Nee, warte, was stand da vorhin? Diese Lebensziele oder was das waren, keine Ahnung. Hier fehlt noch eins. Hier haben wir noch eine Tabelle, da haben wir noch gar nichts gemacht, okay. Basalt zweimal, Basalt Chopper zweimal, zweimal Granitfelsen. Wir haben den Granitschleifer, glaube ich, vergessen. Guck mal, ich glaube, hier fehlt der Granitschleifer. Guck mal, wir haben Basalt Chopper, wir haben Granitfelsen, Granitschleifer. Beziehungsweise da unten haben wir noch Obsidian und Obsidianspachtel. Ich glaube, der Schleifer fehlt noch. Ich glaube, an dieser Stelle fehlt der Schleifer noch. Mindestens zweimal die Eigenschaft. Okay. Okay, hier haben wir noch einiges. Okay. Generationswechsel? Nee, das wäre Quatsch, wenn wir den jetzt machen würden. Gut, warte mal, ich müsste mich aber trotzdem mal ganz kurz orientieren, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir könnten natürlich auch sagen, guck mal hier, gut, wir haben hier noch sehr viele Fragezeichen, ja. Der versiegende Wasserfall. Baumstamm-Oase. Aber wenn ich jetzt so wüsste, wie.
Mist, das hätte ich mir auch merken können mal. Teich und Tümpeloase, Savanne. Wenn ich jetzt wüsste, wie unser altes Zuhause hieß. Dann würde ich nämlich sonst jetzt alle Erwachsenen schnappen. Ich weiß, wir haben ja auch noch sehr viel zu entdecken. Ich sehe jetzt auf Anhieb 1, 2, 3, 4. Achso, ja. Gut. Ich glaube, ich würde das aber in der nächsten Folge, denke ich mal, Angriff nehmen. Ich muss mal. Ja, ich muss mal schauen. Mal schauen, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne? Bis dahin, haut da rein. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.